Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Faith is belief in Allah and the messengers the angels and the final day and the holy scriptures to believe in destiny that good and bad both come from him and the resurrection there is no god but Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 is the creator of heaven and of earth nothing may compare with him he is the one alone the prophet
prophets, best of humankind, sent to all nations and all tribes, last of all Muhammad, mercy to the world. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Formed of light and beauty, the angels of the Lord, to praise Allah, to help mankind, Jibreel brings the word. The scriptures all by Allah sent, Torah, Psalms and Gospel, then the source of perfect guidance, the glorious Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. The reckoning, the final day, when all will see their works, remade in soul and body, to stand before the Lord, with patience bearing every grief, with thankfulness for all blessings, we are content with destiny, the will of Allah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny, that good and bad both come from him, and the resurrection, there is no God but Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'd al maut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Yeah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Meine abschließenden Worte an euch. Ich bitte euch alle, Hak Halal zu machen. Alle denen, denen ich nichts Gutes getan habe, denen ich beleidigt habe, denen ich was körperlich angetan habe oder sonstiges, vergibt mir alle. Allen euch, die ihr hört und nicht hört, ich mache jeden Hak Halal, egal was mir angetan wurde, ob in geheimen oder offenen. Ich vergib euch alle, ich möchte nichts mit in den Jenseits nehmen. Ich möchte nicht am nächsten Tag mit diesem Hack beschäftigt sein. Darum bitte ich euch vom Herzen, vergib mir. Vergib mir, was ich euch getan habe. Ich habe manchen von euch vielleicht Unrecht getan. Manchmal dachte ich, ich mache was Gutes, doch dann später hat sich herausgestellt, es war doch schlecht. Darum bitte ich euch alle um Vergebung. Ich bitte euch vom Herzen, vergib mir. Vergib mir, nimm nichts mit in den Jenseits. Nimm keinen Hack mit in den Jenseits von mir. Vergib mir alle, was ich euch getan habe. Denen ich wohl was besonders Schlimmes getan habe. Was ich an Hasanat verdient habe, so inshallah Allah mir etwas gut geschrieben hat. Ich gebe euch alle in euch. Ich bin zufrieden, weil Allah subhanahu mir seine Gnade erweist, sein Rahmarin, sein Rahman Rahim auf mich walten lässt und mir vergibt und mich ins Paradies reinlässt. So habt alle Teil an meinen Taten, die ich getan habe. Ich gebe sie euch, dass der Hack ausgeglichen ist. Möge uns Allah alle vor der Hölle bewahren und ins Paradies eintreten lassen. Möge uns unsere Sünden vergeben. Möge unsere Taten annehmen. Möge uns alle erfolgreich auf dieser Welt leben lassen, als Muslime leben und als Muslimen sterben. Wir werden uns inshallah am nächsten Tag auf jeden Fall wiedersehen und inshallah werden wir nicht zum Schlechten dort stehen, sondern zum Guten. Möge Allah uns alles vergeben, was wir an uns Schlechten getan haben. Möge uns gegenseitig vergeben, denn wer gegenseitig vergibt, den vergibt auch Allah. Ich bitte euch allen, nimmt keinen Hack mit in die Zeit. Vergibt, so schwer es auch gewesen sein mag oder so schlimm etwas auch gewesen sein mag. Diese Welt war schwer genug und dieses Leben war schwer genug. Wir sollen nicht alles mitnehmen. Und soll nicht Hass und Trübsal sein, sondern Allah um Vergebung bitten und auch unsere Mitmenschen um Vergebung bitten, egal was uns getan haben. Das Jenseits ist ein neues Kapitel. Das Jenseits ist ein neues Leben. Und die sollten wir anfangen ohne Gräuel und ohne Hass und ohne Sonstiges, sondern wenn wir auferstehen, sollen wir alles vergeben haben, auf das uns Allah auch vergibt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.